Wir haben hier kurz nach dem Fanmarsch am 17. Mai ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, das zunächst gegen Unbekannt gerichtet war. Es ging hier um Landfriedensbruch, gefährliche Körperverletzung, aber auch um Verstöße gegen das Versammlungsgesetz und das Sprengstoffgesetz. Wir haben die Polizei dann beauftragt, die Ermittlungen aufzunehmen und konkrete Tatverdächtige zu identifizieren. Das ist bei 28 Personen gelungen. Es handelt sich hierbei nicht um einfache Fans, sondern es geht um die Organisatoren des Fanmarschs, die hier aus unserer Sicht im Verdacht stehen, zumindest in Kauf genommen zu haben, dass hier auch Pyrotechnik auf Polizeibeamte geworfen wird. Aufgrund der Ermittlungsergebnisse der Polizei haben wir dann ab September 33 Durchsuchungsbeschlüsse beim Amtsgericht Karlsruhe erwirkt. Diese Durchsuchungsbeschlüsse wurden heute Morgen in aller Frühe vollzogen. Wir haben dann kurzfristig auch noch zwei weitere Durchsuchungsbeschlüsse erwirken müssen, weil zwei Beschuldigte in anderen Wohnungen anwesend waren. Also es gab insgesamt jetzt 35 Durchsuchungsobjekte. Davon haben sich die meisten Objekte in Dresden und Umgebung befunden. Lediglich drei Objekte befanden sich, eins in Baden-Württemberg, eins in Brandenburg und eins in der Schweiz. Wir haben unsere Ermittlungen hier auf die Organisatoren des Fanmarsches beschränkt. Das heißt, wir ermitteln nicht gegen einfache Fans, die nur vor Ort waren, dort ein T-Shirt gekauft haben und dann bei dem Marsch mitgelaufen sind, ohne dass irgendwas weiteres geschehen ist. Das liegt daran, dass wir von den einzelnen Fans auch gar nicht wissen oder unterstellen, dass hier Pyrotechnik geworfen wurde. Wir können momentan noch nicht genau sagen, wer die Pyrotechnik geworfen hat. Klar ist, dass diejenigen, die das gemacht haben, im Verdacht stehen, eine gefährliche Körperverletzung begangen zu haben, weil die Polizisten teilweise schmerzhafte Knalltraumata erlitten haben. Es wird weitere Ermittlungen geben und wir wünschen uns natürlich, dass wir dabei feststellen können, wer die Pyrotechnik geworfen hat. Wir haben heute etliche Beweismittel sichergestellt, die jetzt ausgewertet werden. Möglicherweise ergeben sich hier Anhaltspunkte. Was für Beweismittel haben Sie sichergestellt? Wir haben insbesondere Smartphones, aber auch Computer und Speichermedien sichergestellt, daneben aber auch Pyrotechnik und Tarnkleidung. Und Sie haben auch den Trabi sichergestellt. Wir haben das Fahrzeug, das dem Fanmarsch vorweggefahren ist, haben wir heute auch sichergestellt, weil von diesem Fahrzeug während des Marsches Kommandos gegeben wurden. Dieses Fahrzeug kann damit als Tatmittel der Einziehung unterliegen. Wir haben auch beim Fanprojekt in Dresden durchsucht, allerdings nur teilweise. Wir haben nicht die Büroräumlichkeiten der Sozialarbeiter durchsucht, sondern nur solche Räume, die auch Fangruppen zur Vorbereitung von solchen Spielen zur Verfügung stehen. Wir haben hier den Verdacht gehabt, dass hier möglicherweise auch Beweismittel vorliegen könnten. Und in dem Fall sind wir im Grunde auch verpflichtet, das auszuschöpfen. Deswegen haben wir hier keine andere Möglichkeit gesehen, als auch heute in das Fanprojekt hineinzugehen.